es jetzt. Du wolltest nicht, dass sich einer von den Betonköpfen wehre, was ich jetzt will. Ich habe eine Lizenz bekommen und gründe meine unabhängige eigene Bank. Das Monopol ist gefallen. Unser Kompass ist der Profit, unser Kapital ist das Kapital, unser Ziel die Milliarden und ist ein Papagei verreckt, Dann kaufen wir die Metallien. Eine Bank ist wie ein Spiel. Du wirfst die Staatsrubel hinein, holst Dollar heraus, wirfst die Dollar wieder hinein und holst 10-mal so viel. Echte Ruben. Spielen willst du? Keine Sorge, eingesetzt. Wir nutzen nur die Freiheit, dass es noch keine Gesetze gibt. Die Behörden beobachten uns und lernen. Aber wir sind immer schneller, immer klüger. Was du denkst. Ich denke, wir sollten uns sputen, wenn wir pünktlich Onkel Aljoschenka besuchen wollen. Vladimirovich Putin, danke, Igor, das war genau ihre Schuld. Der Putin hat keine Zukunft mehr. Der Putin ist mehr, das ganze Reich verfallen. Herald, vor einer Nacht 20 Milliarden macht keinen Unterschied. Geld ist nur Treibstoff, nicht es. Welche Maschinen damit arbeitet. Den höchsten Gewinn macht man mit diesen Ölkonzern Yukos. Yukos! Yukos! Es ist ein Risiko! Es ist verrückt! Yukos ist verschuldet! Der Prater der Zehnten gesunken! Die Boote sind Ruinen, Sumpflöcher und 40 Grad im Sommer. Zeitverschwendung! Dieser arrogante Hund! seiner Hand. Wir müssen Jelzin unterstützen. 250 Millionen für eine Pressekampagne. 250 Millionen auf Jelzin gegen Meine Damen und Herren, Politik muss das Geld kontrollieren, sonst kontrolliert Geld die Politik. Politik muss das Geld kontrollieren, sonst kontrolliert Geld die Politik. Der Jelzin bei der nächsten Wahl beerbt, muss sich die Macht muss sich die Macht zurückholen. Wer Jelzin beerbt, muss sich die Macht zurückholen. Alle ihrem Boot, sie alle und ich, geh ich unter, geht Iukos unter, geht ihr alle unter. Freunde, und jetzt trinkt mit mir, bis ihr vom Sessel fallt. Danke, Alexei Wladimirovich. Ich bringe dir auch ein Geschenk. Es besteht nur auf einen einzigen Satz. Wladimir Petrov steht dir nicht mehr im Weg. Leonid, was ist mit dem Bürgermeister? Hat er die Forderungen zurückgezogen? Zeit dafür.